echt nicht zu fassen. Ich habe keinen Platz mehr für Kamera. Das glaubt man doch nicht. So was gibt's doch gar nicht. Ein Platz schöner als der andere. Moin Moin zu Teil 2 unserer Reise durch Norwegen. Wir haben gut geschlafen, sind pünktlich losgekommen und fahren jetzt hier an den Fjorden entlang und auf dem Reichsweg Nummer 9 zu einem wunderschönen Parkplatz, wo ich von gehört hatte, werden wir gleich sehen. Ich hatte heute so viele Eindrücke, ich habe nicht mal ein Drittel oder ein Viertel davon in dieses Video untergebracht, weil es einfach viel zu viel war. Wir haben Landschaften von normal Norwegen Fjord, wie man es sich vorstellt, über kanadische Eindrücke, halb Yosemite, bis zur russischen oder sibirischen Tundra, unglaubliche Eindrücke. Aber lass uns loslegen mit dem Parkplatz. Kennt ihr so deutsche Rastplätze? So an der Bundesstraße oder so? Hier am Reichsweg Nummer 9, guckt euch das mal an. Man kann hier auch baden. Was für ein Platz! Wir sind heute von der rechten Ostküste Norwegens in die Mitte nach Valle gefahren und der Bereich zwischen dem rechten und dem mittleren Punkt, das ist die Strecke, die wir heute über das Hochland gefahren sind, die Eingangsvorstellung, die gleich kommt. Ganz links der Punkt, das war Preikestolen Parkplatz, unser Endziel. Völlig überraschend. Man denkt ja, die Straßen sind dann bestimmt ganz, ganz schlecht, aber das bleibt auch mal ganz grundsätzlich zu norwegischen Straßen gesagt. Die sind schmal. Sie sind oftmals, haben sie Spurrillen, weil die Norweger auch Spikes verwenden. Aber sie haben keine Löcher. Sie sind einfach in einer guten Qualität, keine Frostaufbrüche, selbst die Nebenstraßen, so auf denen ich hier auch fahre. Man kann eigentlich sehr, sehr gut fahren. Was auch auffällig ist, die Steigungen sind manchmal, die sind so eng gebaut und trotzdem powern sich da die 40 Tonner hoch, das gibt's nicht. Und überall, wo es rauf geht, gibt es irgendwo einen Ausweichplatz, wo man anhalten kann und runtergucken möchte. Ungefähr 60 Mal an dem Tag hätte ich anhalten können und hätte gucken können und irgendwas fotografieren können. Aber dann kommt man ja irgendwie nie an. Ich habe mir die schönsten Stellen, die ich dachte, rausgesucht. Man kann wirklich sehen, diese LKWs passen kaum da drauf. Und da gehört immer so ein Ausblick zu. Der gehört einfach dazu. Der muss einfach sein. Schon nicht schlecht. Je weiter man hochkommt, umso weniger Bäume gibt es. Und dann wandelt sich die Landschaft. Immer Seen gibt es immer. Die Straßen werden noch schmaler, wie man sieht. Und irgendwann stellt man fest, ja, das ist nicht mehr Kanada, das ist jetzt Tundra. Und man fährt an kleinen Seen vorbei entlängs. Und die Straßen sind so wunderschön in die Landschaft gelegt, dass man denkt, ja, wer hat sich das denn ausgedacht? Ist das nice? Und während sich die Straßen so durch diese sehr rustikale Landschaft schlängeln, übrigens wurde mir gesagt, dass hier meistens im Sommer auch Schnee liegt, aber wir hatten wirklich so ein Glück mit dem Wetter, dass hier eigentlich, wir hatten 20 Grad, es war schön, es war warm. 21 Grad, in der Sonne war es sogar noch wärmer, es war auch windstill, das war ein herrlicher Tag. Die Landschaft ist einfach, ja, etwas ungewöhnlich. Schaut mal rein. Ach so, nicht, dass ihr euch wundert, die Videos sind alle auf zweifache Geschwindigkeit beschleunigt, wenn sie von der Dashcam kommen. Einfach, um euch nicht zu lange zu nerven, denn
die einzige Rückmeldung auf mein ersten Video war ein wenig langatmig. Ja, die Landschaft ist so schön, ich kann ja auch echt noch mal ein bisschen Zeit lassen, um da mal die Landschaft sich anzuschauen. Man sieht das ja auch nicht so häufig. Ich habe es ein bisschen beschleunigt, ich hoffe, es ist nicht zu lang. Wenn nicht, müsst ihr einfach schnell vorspulen. Verkehr gab es wenig auf den Nebenstraßen. Wenn, kamen einem irgendwelche norwegischen Wohnmobile entgegen. Es waren eigentlich fast nur norwegische Wohnmobile unterwegs. Ein ganz paar wenige Deutsche noch, ein paar Schweden, aber die meisten kamen aus Norwegen. Und ab und an muss man auch mal rückwärts fahren. Meistens hat es nicht mich getroffen, sondern hier einen doch etwas größeren Bus. Mit dem würde ich mich nicht über diese Strecke trauen, aber die Leute sind einfach das gewohnt, glaube ich. Ja, und dann haben wir André und Christina, zwei Hiker, die ich einfach eingesammelt habe. Die, hier sieht man sie nochmal, weil ich kein Bild von denen habe. Die wollten einfach nur ein paar Kilometer mitgenommen werden, zum nächsten größeren Ort sozusagen, um von dort das Schiff nach Stavanger zu kriegen. Wir sind dann losgefahren und man sieht jetzt auch unten rechts im Bild, ist jetzt der gute Francis erreicht. Und was passiert, wenn man Francis ins Fenster legt? Sofort kommen seine Kollegen. Nein, Scherz beiseite. Wir sind hier mitten oben in der Nähe eines Stausees, den wir gleich noch sehen würden. Da, wo ich gesagt habe, Steindamm auf der Karte. Da sind ein paar Schäfer rechts, ein paar Schäfer links und dazwischen sind Schafe. Jede Menge Schafe. Und halt eben auch auf der Straße. Und ziemlich dickfällig. Kuchen will ich ja auch nicht, ich will ja nicht erschrecken. Ja, das ist ja nett. Thank you. Ich glaube, I think they make fun of us. Of everyone is coming here. André und Christina waren schon seit mehreren Tagen zu Fuß quer durchs Hochland von Norwegens unterwegs, mit dem Zelt auf den Schultern, also Respekt, da geht es ja auch steil zu. Und sie wollten jetzt nur schnell zurück nach Stavanger, um ihr Schiff zu kriegen, deswegen waren sie auf das gute Trempen gekommen. Wir haben uns für die Schafe jedenfalls königlich amüsiert. Das ist der Damm, den wir auch schon angesprochen haben. Dahinter ein Stausee. Überlaufen soll man die nicht sehen. Ein schönes Schild sagt, Vorsicht, Wasser ablassen ohne Ankündigung. Also da möchte ich mich auch nicht lange aufhalten, wenn es wirklich mal voll ist dort. Ja, und dann folgen wir noch dieser wunderschönen Landschaft ein wenig, bevor wir dann runter an den Lysefjord kommen. Da noch einmal mit der Fähre rüber und dann bin ich da, wo ich eigentlich hin will. Aber genießt erstmal die schöne Aussicht. Ja, und dann musste ich nur noch mit der Fähre einmal auf die richtige Seite des Lysefjords, damit ich später zum Parkplatz am Preikestol komme. Fähren sind in Norwegen sehr häufig und man fährt einfach drauf und muss nicht sofort bezahlen, sondern es werden die
Kennzeichen fotografiert und dann wird man entsprechend auf der Kreditkarte belastet. Man muss sich dazu ein Konto einrichten. Das ist allgemein mit der Maut so in Norwegen und ist sehr praktisch. Die Fähren sind leider oftmals sehr hoch gebaut an den Seiten, wegen des schlechten Wetters vielleicht im Winter, keine Ahnung, sodass man aus den Wagen heraus eigentlich gar nichts sieht von der schönen Umgebung. Und nach oben krabbeln auf Deck lohnt sich oft nicht, weil es einfach die Fahrt zu kurz ist. Trotzdem habe ich die Fähren oft genutzt. Und das ist der Eingang zum Lysefjord. Ja, und diese Aufnahme ist wirklich von mir und ich bin wirklich dort gewesen und so schön ist das ständig in Norwegen. Tausende Stellen, wo irgendwelche Felsen im Fjord liegen mit kleinen Häusern drauf und Felswände auf der anderen Seite und grün mit Bäumen und das schöne Licht des Herbstes, was auch schon da war, hat es einfach unglaublich schön gemacht. Ich habe es echt genossen. Dann jedenfalls war nicht mehr allzu viel zu tun. Ich habe noch meinen Parkplatz aufgesucht, nicht weit weg vom preisgestohlenen Parkplatz, wo man nicht übernachten darf. Ganz jung und sehr schön alleine gestanden. Habe dann mich für die Nacht vorbereitet, habe noch einen typischen norwegischen Schnellfraß aus dem Tiefkühlfach in der Pfanne reingehauen. Ist sehr lecker, ist ein ganz klein geschnittener Backkartoffeln. Und dann habe ich mich fertig gemacht für die Nacht. Denn morgen geht's auf den preisgestohlenen. Davon später mehr. Gute Nacht.